bin generell ein Mensch, der was immer das macht, was andere nicht machen. Dass man immer an seine Grenzen und auch darüber hinausgeht. Sie kommen aus dem ganzen Land. Aus Lienz. Aus dem Salzburger Land. Ich komme aus dem wunderschönen Dennengau. Und haben einen Traum. Diesen Parcours zu besiegen. Ich werde der erste Ninja Warrior Austria. Mein großes Ziel bei Ninja Warrior ist, ich will gerne das beste Mädel sein, sagen wir so. Unterschiedliche Menschen. Ich bin stärkster Feuerwehrmann Österreichs. Mit unterschiedlichen Lebenswegen. Ich arbeite in St. Pölten auf der Unfallchirurgie als Unfallchirurg. Ich komme aus Apfelwagen und Hunde sind meine zweite Familie. Ich werde Ninja Warrior gewinnen, weil ich ein Piccolo-Mafioso bin. Sie haben sich vorbereitet. Man kann überall trainieren, jederzeit. Körperlich und geistig. Angst, was ist das? Auf den Lauf ihres Lebens. Alles oder nichts. Deswegen rocken wir den Parcours. Heute und die nächsten Wochen gibt es hier pure Ninja-Power. Jeder tritt alleine in den Kampf um den Titel. Ich bin so stolz auf meine Schwester. Bei Ninja Warrior Austria. Ja! Gänsehaut, mein Freund. Ich hab Gänsehaut. Wahnsinn. Ich gebe nie auf. Und genau aus diesem Grund werde ich der erste Ninja Warrior Austria. Yes, Ninja Warrior Austria! Ninja Nation, willkommen zur härtesten Show der Welt. Die besten 200 Athleten des Landes, vom Bodensee bis zum Neusiedlersee, gesucht und gefunden ihre neue Heimat. S-Puls 4, hier ist Ninja Warrior Austria. Und Freunde, ich bin mir ganz sicher, wir haben sie, die sportverrückten Ninjas. Wir sind immerhin das Land von Hermann Mayer, von Thomas Muster, von Arnold Schwarzenegger, von David Alabas linken Bein, von David Alabas rechten Bein, von Anna Veit und von Dorge Bauer. Oh, danke schön. Das ist dann anscheinend mein Stichwort. Und wenn ihr glaubt, dass die zwei Herren hier neben mir schon fein trainiert sind, wartet mal auf unsere Kandidaten. Heute und die nächsten Wochen gibt es hier auf Puls 4 pure Ninja-Power. Wir schicken heute 40 Kandidaten in den ersten Parcours. Aber nur die Besten schaffen es heute noch in die nächste Runde, die Finalqualifikation. Und danach nehmen wir nur noch die 5, die stärker als die Schwerkraft sind, mit ins große Finale. Ja, und dort wartet dann der Mount Midoriyama. Sowas wie der moderne Endgegner für jeden Ninja. Nur wer ihn bezwingt, ist ein echter Ninja Warrior. 20 Meter hoch im großen Finale und am Gipfel, da liegt der Scheck. Mit 44.444 Euro. Also kurz und knackig, wir starten in der Vorrunde mit 6 Hindernissen direkt aus der Hölle empor. Und wie das in Perfektion aussehen könnte, das zeigt uns mal der schwarze Ninja. Los geht's mit dem Fünfsprung von Plattform zu Plattform, aber bitte ohne ins Wasser zu fallen. Danach kommt's hoffentlich zur Erleuchtung am Laternenmast. Aber Vorsicht, Absprung nicht vergessen. Tempo und Balance sind dann gefragt am Schleudergang. Und jetzt wird geschaukelt. Kennst du von früher, oder Mario? Ja, lang, lang ist her. Aber Cargonetz ist dabei. Besonders hart wird's dann für den Bizeps bei den schwingenden Körben. Hashtag Griffkraft. Wer es bis dahin geschafft hat, der steht an der Wall gegenüber 4,25 Meter rauf. Buzzer drücken als Belohnung. Gibt's ein Interview mit uns. Die Gladiatoren am Prüfstand bei Ninja Warrior Austria. Was ist das für eine Premiere? Ich würde sagen, Mario, legen wir los. Der erste ist der Dominik. Also der hat ja eine ganze Halle an Fans mit. Dirty D und dabei hat er so ein Babyface. Und der geht gleich ordentlich am Rad. Wow. Ich bin Dominik, ich bin 23 Jahre alt. Ich könnte niemals auf Sport und Bewegung verzichten. Aber in dieser Show gibt es für mich kein Zurück. Wer ist denn alle für den Dominik da?
ich glaube, damit kann es losgehen. Ja, in dieser Show gibt es wirklich kein Zurück. Jetzt geht's los für Dirty D, so nennt er sich. Ja, Fünfsprung von links nach rechts. Wer den kennt, Mathe-Student, der rechnet sich hier durchaus was aus. Gott sei Dank, gut ausgerechnet. Dirty D. Und jetzt kommt er zum Laternenmasken. Hört mal die Fans an, was habt ihr alles mit? Ja, die machen ordentlich Stimmung. Stay dry und bleibt dabei. Ja, gutes Motto. Schade, die Unterstützung. Der hat alles mitgenommen aus Bad Fürslau, was es da gibt. Sitzen alle im Publikum. Der hat noch ein paar bezahlt, dass sie für ihn sitzen alle im Publikum. Der kann ja gar nicht so viele Freunde haben. Du bezahlst also deine Freunde, Mario? Musst ja, dafür reicht das Geld nicht. Ab zum Schleudergang. So, da muss er drüber. Konzentration, ja. Nimmt die Power mit. Ja, macht er gut. Sehr gut gemacht. Mit der Schaukel ins Cargonetz und die Unterstützung seiner Familie ist natürlich da. Jetzt ganz wichtig an der Schaukel, Koordination, Timing, Griffkraft, alles muss da hineinfallen. Premiere bei Ninja Warrior. Dominik, komm. Sprung ins Cargonetz. Was macht er? Oh, er fällt ins Wasser. Gespült. Also die Ninja-Taufe ist schon mal gelungen. Was macht er da eigentlich? Also Absprung bei ja, Gruß, festhalten, aber... festhalten. Es ist die Kombi. Absprung und dann am Netz festhalten. Und dann ist er im Wasser. Ich hätte ihn lieber bei uns beim Wasser gesehen. Also ganz gut, ruhig ist er, aber schau. Aber er lässt sich feiern. Ich hab gewusst, ich muss den Schwung ausnutzen. Aber ich habe ihn irgendwie zum falschen Zeitpunkt ausgenutzt. Und dann bin ich, wie du schon richtig gesagt hast, habe ich einen Köpfler gemacht. Haltungsnote 1, ich meine, ich bin Geräteturner, das habe ich wenigstens geschafft. Mein Name ist Erik Schaub, ich bin 33 Jahre alt und ich trainiere am liebsten draußen. Meine Passion ist der Kraftsport, Outdoor wie auch drinnen und auch Crossfit und Kampfsport. Ich werde Ninja Warrior, weil ich es nicht nur hier habe, sondern auch hier. Also was für ein cooler Typ, Erik Schaub. Und der Erik ist angereist mit drei hübschen Frauen. Seinen drei hübschen Frauen, das ist die Sabine, die Emma und die Ilvi. Wir haben schon geklärt, ihr habt einen ganz großen Helden heute. Und wer ist das? Der Papa. Na, hoffentlich. Na, jetzt heißt es auf jeden Fall Daumen drücken für den Papa. Ich würde sagen, wir lassen ihn nicht länger warten. Erik! Hinter jedem coolen Typen stehen drei noch coolere Frauen. Hallo Erik, hat seine komplette Kriegsbemalung sich auf den Körper getackert, unter anderem Popeye. Hat kaum Platz für Haut bei ja. So vielen Tattoos. Kraftsport, Kickboxen, Crossfit, Sport macht er überall außer im Gym, außer im Fitnessstudio. So, jetzt der Laternenmast, nicht zu verwechseln mit Olivia Oil, auch lang. Ja, der verpasst den Abschwung. Eieiei, vielleicht glaubt er wirklich, das ist die Olivia, er ist raus damit. Ja, ein bisschen Kuscheln ist angesagt, aber... Er ist raus, er kann nicht mehr weiter. Wie soll ich würde es ihm wünschen. Geht abhängen. Nicht mehr. Geht nicht mehr. Abhängen, und was ist das? Ja, ja, jetzt sehen wir den nächsten Begattungstanz. Ich glaube, das macht ihnen einfach Spaß. Ich weiß nicht, welche Glücksgefühle... Oh, und er kriegt was. Aber mit was für einen Seemannsköpfler. Ja, gut. Oh, die Ilvi. Oh. Ja, Popeye der Seemann. Zu seinem Wasser. Aus dem bunten Hund wird ein begossener Pudel. So ist es. Eva Geisler sitzt im Cockpit. Pilotin aus Saalfelden, 30 Jahre jung. Ready for takeoff? Wahnsinnig fokussiert. Also Flying Eve, Ninja Air, bitte abheben. Auf ihrem Premierenflug durch unseren Ninja-Parcours. Im Fünfsprung. Oh, nein, sie war mit dem Fuß im Wasser. Das war ein Kurzflug, Mario, da war das Fahrwerk noch ausgefahren. Ja, Notlandung schon beim Fünfsprung. Und dann ist sie weg bei Ninja Warrior Austria. Bye, bye. Ja, vielleicht zu wenig Motivation noch zum Schluss. Nein, keine Ahnung. Einfach, glaube ich, Pech. Christian Draxler, 29 Jahre alt, aus Wien. Konzentration. Volle, absolute Ruhe. Im Publikum. Schneller Sonnengruß von der Freundin. Psst, jetzt. Ruhe. Achso. Du warst noch nie beim Yoga, gar oder? Gar nicht böse gemeint. Los geht's für den Sprung. Das ist so eine Mischung aus Ruhe und Show. Ja. Show ist gut, solange er auch liefert. Und beim fünften macht er das. Mal schauen.
Also da ist auch durchaus was dahinter, hinter der ganzen Show, die er uns so abliefert. Ja. Das sieht man jetzt. Weiter beim Laternenmast und kommt zum Schleudergang. Wie schnell muss ich rüber? Das ist nicht die schnellste Variante und da wäre er beinahe weg gewesen. Ja, da hat ihn der Yoga-Flow für eine Millisekunde. Ja, gut, dass du bei mir bist. Oh. Das sagt Mario, mein Freund. Also ein kurzes Om und durchschnaufen. Weiter geht's. Sprung ins Cargonetz. Nimmt da viel Schwung mit. Unser Yoga-Rambo, so nennt er sich nämlich. Ja, der lebte mal tatsächlich im Wald. 3 Jahre isoliert im Wald, ganz alleine. Der Yoga-Rambo aus dem Wald, also jetzt im Cargonetz, hat er richtig gut gemacht. Der Sonnengruß hat was gebracht, meine Freundin. Gott sei Dank. Und Achtung, der trägt die Brille, aber die bleibt Gott sei Dank oben. Er hat ihn durchblicken. Nicht ins Wasser gefahren. Und unser Erster, der es tatsächlich bis zu den schwingenden Körben gebracht hat. Ja, modisch, cool unterwegs, Stirnband und das ist eine Jeans, glaube ich, oder? So, nicht erschrecken, der Feuerball, das gehört zur Show bei uns. Also ja, nicht ablenken lassen. Die Jeans brennt nicht. Ja, aber so, das brennt natürlich das jetzt. Das brennt in den Armen. Das ist das absolut härteste Obstacle hier in der ersten Vorrunde. Und ganz wichtig jetzt da, nicht... Oh, nein! Ich war mir so sicher, Christian Draxl. Du bist aber dir zu sicher. Er war schnell. Und er ist weit gekommen. Vielleicht war es das noch nicht. Wer weiß, Christian Draxl für den Yoga-Rambo heute überhaupt zu Buzzer schaffen. Ich bin jetzt fix davon ausgegangen, dass du das schaffst. Man hat gesehen, du greifst ihn und dann berührst du es nur. Was war los? Ja, ich habe zu wenig Schwung noch genommen. Ich merke, es geht sich gerade eben nicht aus, dass ich mich da noch gut festhalten kann. Gerade so noch ein, zwei, drei mehr mal schwingen, dann wäre sich's vielleicht ausgegangen. Und schwungvoll geht's gleich weiter bei uns. Bernhard Heidbauer, Lokführer aus Hönigsberg, klingt wie auf einer Hörspielkassette von Benjamin Blümchen. Los geht's mit dem Fünfsprung und er ist jetzt fast zu schnell angegangen. Ja, nur nicht überdrehen, aber nicht gut überpacen. Gut reagiert. Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Jetzt beim Laternenmast. Seine Verlobte im Publikum und auch seine Eltern. Absprung und er ist drüber. Sehr gut. Ab zum Schleudergang. Weiter, immer weiter. Ja, er schmeißt sich. Er ist drüber. Richtig schnell und ist bei der Schaukel angekommen. So, mit der Schaukel ins Cargonetz. Richtige Weiche nehmen, quasi Absprung nicht verpassen. Er schreit sich da völlig ins Netz. Nein, jetzt ist er weg. Der Papa schreit gleich nach. Da wurde die Lok ganz schnell zum U-Boot. Schade. Ja, natürlich enttäuscht zum Schluss. Ich habe das Seil irgendwie nicht gefangen, außer dass das Cargonetz nicht in die Finger bekommen. Das habe ich auch nicht greifen und bin direkt ins Wasser. Also richtig coole Premiere von Ninja Warrior Austria. Aber der Buzzer steht bei uns, Mario. Ja, vielleicht kommt eher Christian Hofer. An uns kann es nicht liegen. Wir waren duschen. Wir sind sauber. Durch, dass ich militärischen Fünfkampf mache, nicht Kämpfe gewonnen. Das ist nichts. Also der Kollege hat schön Selbstvertrauen mitgebracht. Ja, der ist richtig gut unterwegs. Wir sind schon bei der Schaukel vom Cargonet. Das Gesicht. Ich hab Gänsehaut. Flo, du hast Gänsehaut, seit du neben mir stehst. Also komm. Danke, Oberst Mario. Jetzt ab ins Cargonet. Nein, mit dem Salto ins Wasser. Ein Salto was ins Wasser. Was war denn das? Der hat uns die Ninja-Welt versprochen und dann fliegt er so ins Wasser. Wie bei den Frauen. Viel versprechen und dann kommen sie nicht zu uns. Buzzer drücken. Das hast du gesagt, Mario. Aber schau, wie er sich feiern lässt. Ja, aber für was? Und der Nächste, der es probiert, ist Gernot Steiner und auch er ist schon am Netz. Ja, und langsam bin ich sauer. Keiner kommt hier zum Buzzer. Ja, er kann sich nicht festhalten. So, dass hier mit dir oben wird mittlerweile meine zweitlängste Beziehung. Ja, es wird schon langsam ein bisschen mühsam. Ich brauche Gesellschaft hier am Buzzer, bitte. Wo sind die Ninjas? Mein Name ist Michael Altrichter, ich bin 44 Jahre. Ich bin begeisterter Business Angel beim Startup 300 Netzwerk und heute versuche ich, Ninja 300 zu werden. Ich liebe Herausforderungen, also auf zu Ninja Warrior. Michael, sag her. Ich sag her. Bekannt aus der Puls 4 Erfolgssendung 2 Minuten, 2 Millionen. Dort ist er Investor, ist er in der Jury. Hier ist er ein Kandidat. Und hier gibt's nichts geschenkt. Also machen Sie uns ein gutes Angebot und dann dürfen Sie rauf. Hier zu uns zum Buzzer. Wir bieten 100% Buzzer. Absolut. Jetzt heißt es aber erstmal den Laternenmast überstehen. Fünfsprung war kein Problem, denn er testet ihn mal aus. Ja, er
muss halt auch ein bisschen auf die Zeit achten. Er ist verkehrt. Und das wird jetzt gefährlich. Absprung nicht verpassen. Ja, gut gemacht. Hat er. Und schau, wie der eskaliert. Ja, der ist eskaliert. Auf Adrenalin. Gut, der springt auf Fallschirm aus 8000 Metern Höhe. Also der weiß, was es heißt, voll gut drauf zu sein. Wow. Und jetzt pusht er sich. Der ist voll im Ninja-Tunnel. Hat ja mehr Höhen als Tiefen durchgemacht, hast du gesagt. Auch eine Skitour auf dem Großglockner. Also, was so ein Business Angel halt macht in seiner Freizeit. Nicht. Sportler durch und durch. Und er war auch in den Castings schon. Ist ein Alter. Ganz, ganz stark. Und wahnsinnig ehrgeizig. Jetzt muss er ins Cargo-Netz rüber. Herr Alter. Viel Schwung. Ja, jawohl! Mit den Beinen war er drin. Also, Deal geplatzt, oder Mario? Ja, sieht so aus. Er war fast ein bisschen überrascht, dass er so weit gekommen ist. Aber mit den Und er ärgert sich. Er ärgert sich. Ich hatte genug Schwung. Ich glaube, ich bin auch richtig weggekommen. Ich hatte das Netz. Ich fühlte es in meinen Fingern, aber es ist mir irgendwie durch die Finger gerutscht. Und man hat keine zweite Chance. Man liegt sofort im Wasser. Ja, das hat er sehr gut erkannt. Dieser Parcours verzeiht einfach keine Fehler. So, und ich habe mich jetzt eingeschleust in einen Fanclub. Und zwar vom Eric. Und wir können jetzt auch schon losschreien. Eric, es geht los! Ich bin Eric Queen, bin 35 Jahre alt und mit meiner Schnelligkeit und meiner Ausdauer werde ich es hier weit bringen. Ja, und bis hierhin war er schnell. Er ist schon beim Laternenmast. Der Eric, Store Manager bei einer Modefirma. Absprung verpasst er nicht. Ganz easy. Kommt gut weg. Kommt gut weg. Wir freuen den Publikum, wir freuen ihn schön an und die beflügeln ihn anscheinend. Aber eine Person fehlt. Ja, von der Freundin hat er sich ganz frisch getrennt. Also, sie hat ihn verlassen und die wird sich jetzt richtig in den Allerwertesten beißen. Typen gehen lassen. Die Freunde sagen ja, schwing, schwing, schwingen und springen. Willkommen im Schwinger Club. Also, komm. Und Absprung nicht verpassen. Bitte, spring. Jetzt spring ab. Drama, Baby. Drama. Drama ist part of the deal hier. Und den hat er jetzt. Und da muss er irgendwie rauskommen. Die Zeit ist dahin, aber das ist egal. Jetzt muss er muss durchkommen. Oh mein Gott. Jetzt muss er. So Karussell ist keine Schaukel. Das habe ich bei der Schaukel auch immer gemacht. Das machen wir eigentlich. Das dreht sich ja weiter, das Ding. So, und jetzt machen wir weiter. Komm. Aber jetzt was kämpft der? Wie geil was ist kämpft der? Also wenn er das schafft, kannst du mir nicht erzählen, dass das keine Kraft ist. Weiß doch nicht mehr, wo oben und unten ist. Kannst du mir doch nicht sagen. Nein, er hätte sich so verdient. Und er hat selbst nicht mehr geglaubt. Ja, aber das schafft er alle Prüfungen und dann beim Schaukeln. Man kann bei dir in der Kindheit. Eric, große Show, Eric. Ich hätte noch einmal schaukeln sollen, aber ich dachte, jetzt oder nicht. Schade. Show must go on. Bin schon ruhig. Oh, oh, Donnerwetterblitz. Annika Donner ist an der Reihe. Fünf Sprung. Pilates Spinning, das sind ihre Hobbys. Macht sie siebenmal die Woche. Warum auch nicht so? Fitnessstudio. So wie du quasi. Spitzname Vogel, also die Fliege von einem zum anderen Obstacle. Weißt du, wie sie sich zu sich selbst sagt? Sie ist ein Viech. Ja, Vogel ist auch ein Viech. Sie ist ein Viech. Jetzt beim Laternenmast. Absprung muss passen. Ja. Großartig. Ja, also die Tage des Donners sind angebrochen. Ja, hier ist Schnelligkeit gefragt. Sie spaziert da ein bisschen. Aufpassen! Oh, und jetzt ist sie weg beim Schleudergang abgerutscht. Am Schleudergang hat es sich ausgedonnert. Sie schlägt da unten ein wie der Blitz. Ja, und da vermischen sich Schmerz und Enttäuschung. Aber so ist es hier bei uns, bei Ninja Warrior Austria. So, der Nächste, Michael aus Klagenfurt. Gottes Mag du das mal? Der Mia. Ja, ja, oh, lass es lieber, lass es lieber. Absprung, bitte nicht verpassen, Michael. Und den ja, Hader. Bouldern, Klettern, Fußball spielen. Oh, passt das ein? Nein! Aber da sieht man die Schwierigkeit, Mario, am Schleudergang. Es kommt auf so viel an, auf Speed, Tempo, Balance, alles wichtig. Ich bin der Michi, bin 18 Jahre alt, aus Lienz in Osttirol
und bin beruflich Bürokaufmann und Mechaniker. Ich arbeite im Familientaxi-Unternehmen, das es seit 17 Jahren gibt, und da bin ich schon seit klein auf mit dabei. Meine Hobbys sind eben hauptsächlich Freerunning und Parkour. Ich habe schon bei mehreren Contests mitgemacht, und dann in Linz oder in Innsbruck, und dort auch das ein oder andere Mal schon etwas gewonnen. Bei Ninja Warrior taugt mir, dass man sich beweisen kann, und das ist eine große Herausforderung. Also ich würde auch gerne den Eltern zeigen, dass ich mit meinen jungen Jahren sehr viel Erfahrung schon habe, und würde es ihnen gerne richtig zeigen. Ich werde die anderen alt aussehen lassen, nicht nur, weil ich der Jüngste bin, sondern weil der Parcours wie für mich gemacht ist. Dann drücken wir ihm ganz besonders die Daumen. Volle Unterstützung von uns für den Michael. Die Frage, was machen die Nerven? Der hat keine. Okay. Frage beantwortet, er marschiert durch. Gut so. Aber sowas von schnell. Jetzt beim Laternenmast. Und wir durch. Ja. Und spielend, spielend gleich. Ich wusste es schon beim Absprung, dass es passen wird. Er hat sich per Videos auf den Parcours vorbereitet. Sagt er. Auf YouTube die Videos geschaut und daher Ninja Warrior so richtig studiert. Freerunning, Parcours, Snowboard, Klettern, das sind seine Hobbys. Jetzt im Cargo-Netz mit Schaufel. Und auch das macht er. Das schaut alles so easy aus, Bill. Natürlich schaut es easy aus, weil er immer die richtige Technik anwendet. Absolut. Richtig starker Typ. Michael Xander bist dann. Ja, aber jetzt hängt er beinahe mit einem Fuß im Wasser. Oh, das war knapp. Das war wirklich knapp. Aber er geht durch. Er ist schnell, und Zeit spielt bei Ninja Warrior Austria eine große Rolle. Ersten Korb hat er. Zweiten Korb. Lässt er sich noch Zeit? Er muss neu. Er ist ein bisschen zu seitlich. Finden, er ist zu seitlich. Er ist zu seitlich. Hader! Und jetzt brennen die Oberarme wie Sau. Jawohl! Komm. Ist der gut? Ist der gut? Und jetzt gibt's nur noch die Wand für den Michi Xander. 18 Jahre jung. Das musst du dir vorstellen. 18 Jahre jung. Er ist vor der Wall. 4,25 Meter. Gilt es zu besiegen? Komm zu mir! Ja! Ja! Wasser, drück den Wasser! Ja! Du bist der Jüngste. Wir haben vorher noch gesprochen. Ist der nervös? Nein, du rauschst da durch. Du hast überhaupt keine Probleme gehabt. Ja, ist gut gegangen, Gott sei Dank. Bis jetzt war das top. Der Michi, Applaus. Also Mario, den ersten haben wir am Buzzer. Ich bin jetzt im Ninja-Mut. Ich bin die Ina, 25 Jahre alt. Ich bin der Christian, 26 Jahre alt. Und wir sind heute gemeinsam hier, weil wir alle Herausforderungen im Leben gemeinsam bestreiten wollen. Und ich hoffe, wir passen heute zusammen. Mario, wie romantisch. Ein Ninja-Traumpärchen. Ja, wie wir. Wenn die raufkommen zu uns, dann haben wir ein Vierer-Date. Jetzt mal Konzentration beim Fünfsprung. Ina kommt mal zuerst. Der Freund steht unten, feuert sie an. Sprungtechnik, Deutsch, passt. Deutsch- und Zeichenlehrerin, die malt sich ihren Finaltraum schon mal aus. Ja, der Freund auch. Fünfsprung, stark begonnen. Easy. Der Laternenmast. Wegschauen, jetzt kuschelt sie mal kurz mit wem anderen. Geht auf Tuchfühlung, aber das macht sie gut. Absprung nicht verpassen. Ja. Wow. Ja, mitfieberter Freund. Verständlich. Ja, zu Recht. Und jetzt... Und super schnell. Beeindruckend, die Ina. Was für eine Powerfrau. Bis dann im Parcours. Jetzt aber der Sprung ins Cargo-Netz. Ina und Christian machen alles gemeinsam jetzt. Ja, da muss sie jetzt alleine muss durch. Da muss sie alleine durch. Ina ist auf sich alleine gestellt. Und wir wissen, Absprung nicht verpassen, das ist verdammt wichtig hier. Schwung ist da. Jetzt springt sie. Sie geht ins Wasser. Bei 53 Sekunden ist... für Ina
die Ninja Warrior Austria Erfahrung zu Ende. Es schaut oft so einfach aus, aber es ist so schwierig. Absolut nicht verpassen. Ja, aber das gar nicht. Der Christian steht auch nicht da und fängt sie auf. Im Schwung, ich weiß gar nicht, wie weit ich wirklich weg war vom Netz. Also das kannst du gar nicht so einschätzen dann während dem Schwingen. Ich bin stolz auf mich, wie weit ich es geschafft habe. Und der Rest passt schon. So, die große Frage ist jetzt, gibt die Ina ihr Wissen an ihrem Freund weiter? Ja, Ladies first, er ist ein Gentleman, schau, und ein Küsschen. Ich glaube, das war an sie gemeint und nicht an sie gerichtet und nicht an uns. Na, ich hoffe, dass es für seine Freundin war und nicht für uns. Und jetzt vor allem volle Konzentration auf den Fünfsprung. Sollte nicht das Riesenproblem sein, das schaut sehr sicher aus. Vor allem körperlich hat er schon mal Vorteile gegenüber seiner Freundin, also er ist ein Paket. Der Laternenmast. Absprung, das hat auch die Ina sehr gut gemacht. Ja. Jawohl. Und schau. Schau, die Faust aber ist draußen. Na klar ist das auch eine interne Challenge jetzt zwischen den beiden. Das ist ja völlig klar. Ja. Ja. Und der ist verdammt schnell. Die wird jetzt entschieden, die interne Challenge. Ja. Schauen wir mal, ob er es besser macht als die Ina. Kommt Schwing er zurecht mit der Distanz. Schwung ist sehr gut, schau dir das an. So, jetzt Absprung, ich verpasse. Greifen er ist im Netz. Ina freut sich und er ist flott unterwegs. Richtig gute Zeit sogar. Komm, Christian. Aber man merkt, es arbeiten schon die Muskelpakete hier jetzt. Und das kann ihm jetzt natürlich zum Verhängnis werden, ja. Die schwingenden Körbe. So weit war die Ina nicht. Also da ist er jetzt auf sich allein gestellt. Okay. Keine Erfahrungswerte. Ina zuversichtlich, aber er hängt mir hier ein bisschen in der Luft. Oh, schau, wie er taumelt. Der schwierige Part kommt jetzt. Darüber kommen. Zum zweiten Korb. Ja. Naja, nein. Weiter ist er gekommen, aber das ist ein schwacher Trost. Jetzt wichtig ist, er hat es berührt. Das kann am Ende nämlich von großer Bedeutung sein. Die Zeit ist super gut. Ja, und das kann ihm noch Hoffnung machen. Ich muss gerade ein bisschen Luft kriegen. Also, wir hätten noch 14 Plätze zu vergeben für die Finalqualifikation. Schau dir dieses flotte Häschen an, Bolli Faye Funmi. Im normalen Leben arbeite ich als Flugbegleiter. Das bedeutet, ich kenne mich mit Höhen und Tiefen aus. Und hier bei Ninja Warriors fliege ich direkt an die Spitze. Wird's ein Kurzflug, wird's ein Langzeitflug. Ja, hoffentlich die Langstrecke gebucht. Ja, aber sie hat durchaus Probleme auch beim Fünfsprung. Hadert noch ein bisschen mit der Technik, aber sie kommt anscheinend durch über den Fünfsprung. Das ist viel wert und sie ist beim Laternenmast. Charaktereigenschaft Ungeduld. Oh. Und da muss sie auch schnell weg jetzt. Runter. Ja, die super gemacht. Super gemacht. Schwung mitgenommen, losgelassen, so geht's. Und jetzt steht dieses Tempo über den Schleudergang. Ja, ganz sicher über den Schleudergang. Die Bolli macht das richtig gut. Ja. Von der Bolli. So, fasten your seatbelts, please. Und das ist vielen Frauen und vielen Damen bislang zum Verhängnis geworden. Hier der Sprung ins Cargonetz. Wie schaut's mit der Bolli aus? Und nein! Abgestürzt. Dieses verdammte Netz. Ja, Turbulenzen schon beim Wegfliegen. Ja, 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 absolut. Die Abflugbegleiterin, die Mama. Ja, Bolli Air ist schön abgehoben und dann oh, ganz schnell wieder ins Wasser gefallen. Abgestürzt. Naja, man kann irgendwie nicht so gut einschätzen, wie weit das Netz jetzt noch entfernt ist. Man glaubt, okay, ich springe jetzt ab und dann ist es aber doch noch ein bisschen zu weit weg. Und ich bin schon froh, dass ich bis dorthin gekommen bin, also... Ja, ich bin auf jeden Fall stolz auf mich. Mein Name ist Tom, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Wien und bin Profi Parkour und Freerunner. Ich bin Gründer von Parkour Vienna und Parkour Austria und biete professionelles Parkour-Training an. Mein Motto ist, be strong to be useful. Auf deinem T-Shirt steht, da macht er es einfach. Lieber Tom, dann würde ich sagen, na mach's halt einfach. Ich drücke dir jetzt die Daumen, mit dir geht's ab in den Parkour. Bitteschön! Also Mario. Der Mann macht Parkour und auf den bin ich jetzt aber mal so richtig gespannt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er der Zweite ist, der hier bei uns buzzert. Aber klar, wenn du Parkour-Gründer bist, ja. Schau dir das an. Wie schnell ist der? An. 3 Sekunden. Das gab's hier noch nie. So.
Erstes Statement, zweites Statement. Und der macht keine Witze. Der geht so schnell wie möglich durch. Ja, den gehört sie uns, ganz klar. Das schaut zu einfach aus. Ich habe meinen Spaß. Ich habe meinen Spaß. Jetzt ins Netz. Oh, das ist die erste Station, wo er Probleme hat. Die erste Unsicherheit beim Tom. Das sind es. Jetzt kann man sagen, es war gut, dass er vorne so schnell war, weil hier hat er etwas Zeit verloren. Die Hose ist sehr weit. Die Hose. Ja, das schaut zwar cool aus, kann sie aber zum Verhängnis werden. Die darf nicht ins Wasser. Gott sei Dank ist sich das ausgegangen. Jetzt also zu den schwingenden Körben. Und obwohl er keine Lust drauf. Obwohl er so lange gebraucht hat, ist die Zeit noch immer gut. Er weiß, worauf es ankommt. Grifftechnik. Den Schwung mitnehmen. Ja, er ist bei Korb Nummer 2. Ja. Wir holen ihn gemeinsam auf. Aber es muss mal durchkommen, weil der taumelt da mehr, als er sich durchkämpft. Auch wenn er da ist, kommt ein bisschen durch. Und jetzt muss er zum ersten Mal so richtig kämpfen. Jetzt hat er es. Ja, wir holen ihn ab. Wir holen ihn gleich ab. So, zur Hand, zur Hand. Wir werden hier und er hat schon die Faust geballt. Ich glaube, er ist sich sehr sicher. 4,25 Meter gegen Thomas. Ja. Und ich sag schon mal, hallo. Oh, hi, Tom! Hi, Tom! Zweiter Parcours wartet schon auf dich. Du warst richtig stark. Und Gratulation, Tom! Und ich sag, der macht das einfach. Der macht das einfach. Ja, er macht's einfach. So, wir machen weiter. Die absolute Härte sind Oberlippenbärte. Hallo, mein Name ist Michael Minarovic. Bin 26 Jahre alt. Ich werde der nächste Ninja Warrior. Wer so knallhart wie ich, ist nur mein Bart. Michael betritt die Bühne. Schau dir diesen Oberlippinger an. Dachdecker Mannersdorf. Der Michi, 1,72. Ja. Oh! Pass mir auf! Pass mir auf! Aber er weiß, wie man Fehler ausbildet. Das hat er uns gleich beim Fünfsprung gezeigt. So, lass dich fallen. Ja, das war großartig. Sehr stark. Ja. Er darf nicht overpacen. Er ist. Aber aufpassen! Hat der Glück gehabt! Wow. Der rollt hier direkt zur Schaukel. Und mit der Schaukel also geht ins Cargo-Netz. Bietet uns eine Show. Aber er weiß auch, es geht hier um Zeit bei Ninja Warrior Austria. Easy cheesy! Ja, jetzt geht es rein zu früh. Ja, hart mit Bart Mario war nicht so. Nein, er geht baden, Spitzname Mini, der Name ist Programm. Da wird er monatelang von seinen Freunden damit aufgezogen. Zu Recht. Zu hektisch. Ich hätte mir noch einmal einen Schwung noch einmal holen müssen und. Fuck, ich konnte mich selber in den Arsch beißen. Bei mir steht jetzt ein junger Mann, der ganz besonders viele Fans hat, nämlich über eine halbe Million auf seinen Social Media Kanälen. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Das hier ist Simon Mattis. Und lieber Simon, ich habe dich jetzt darauf hingewiesen, dass du vielleicht die Kappe noch runternimmst. Aber was hast du gesagt? Nee, meine Fans erkennen mich nur mit Kappe. Simon, wenn du dort in dem Netz hängst, wenn du so weit kommst, und die Kappe fällt ins Wasser, geht's. Und du bist draußen. Das Risiko gehe ich ein. Alles für die Schönheit. Und dann schauen wir mal, was du kannst. Ab mit dir in den Parcours. Und wir sehen davon hoffentlich bald ein tolles YouTube-Video. Ciao, Mutter. Ja. Bin 20 Jahre alt, komme aus Vorarlberg, bin YouTuber und begeistere monatlich über 2 Millionen Menschen auf meinem YouTube-Channel zum Thema Fitness und Lifestyle. Ninja Warrior will ich gewinnen, weil ich den Leuten auch mal zeigen will, dass ein YouTuber auch was drauf haben kann. Also der Boy ist voll am Bienen und jetzt ab geht die Reise durch den Parcours. Es beginnt am Fünfsprung zum Wandern. Ja, das mein Kappel finde ich schon ein bisschen ein Leben am Limit. Ein Leben am Limit, so wie es sich gehört für einen wahren Ninja Warrior. Okay, und du das sagst, ich mache dich dann darauf aufmerksam, wenn die Kappe im Wasser liegt. Der kommt drauf zu uns, hat ein gutes Gefühl.
öfter mal gerne. Absprung schafft er. Oh, nein, Absprung nicht geschafft. Jetzt war es nicht die Kappe, es war das Bein. Da werden 127.000 YouTube-Fans gerade die Augen reiben und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Epic Fail am Laternenmast von Neißigkeit her. Ja, aber ganz so epic war der Fail gar nicht. Das Kapperl ist nach oben, das Wichtigste. Spaß war es auf jeden Fall. Ich habe mir gedacht, der Spaß geht ein bisschen länger, aber was soll man machen? Kann passieren und vielleicht läuft es nächstes Jahr besser. Also Mario, mein Ninja Buddy, jetzt haben wir schon ein bisschen was gesehen. Macht Spaß. Ja, richtig coole Typen dabei. Ich bin nicht hergekommen, um schnell wieder abzureißen. Alles oder nichts. Ja, Technik ausloten und dann abspringen nicht vergessen. Ja, Wasser. Ja, das war wohl nichts. Immerhin sind seine Haare nicht nass geworden. Einfach nicht loslassen. Ist ja, trotzdem los. Und tschüss. Go, Gas! Go, Gas! Go, Gas! Go, Gas! Gas! Oh, der Fuß! Absprung, der Fuß! Gas, was machst du? So, Roli. Rock'n'Roli. Zeig uns, was du kannst. Absprung ist es. Er hat einen Biss wie Mike Tyson. Er macht noch Liegestütz. Ein Kandidat, der hier loslässt. Nein! Der Kardinals. Nein! Oh. Ja, aber er hat ja, sie gern. Ja, er hat sie ist, gern. Es ist eine Liebesbeziehung. Ja. Wir haben Zeit mitgebracht. Er hängt in den Seilen, er taumelt und baumelt. Und jetzt? Ja, und jetzt Gas war. Aber war ein schöner Abgang. Ich werde der erste Ninja Warrior 2017. Mein Kollege hat den Durchblick, denn er hat die Brille aber auf. Aber er ist im Wasser. Er ist im Wasser. Hat die Brille nichts genutzt? Abgang war schön wenigstens. Ja, schöner Sprung. Oh, wo ist die Brille? Also jetzt brauchen wir einen Taucher mit Taucherbrille, der seine Brille dann wieder rausholt. Ich sehe sie nicht. Ja, und das ist das Riesenproblem, wenn man ohne Brille seine Brille sucht. Alle suchen sie. Der Mann braucht seine Brille. Wie viele Freunde werden ihn damit jetzt aufziehen? Mein Name ist Roman Oswald, ich bin 42 Jahre alt. Und eins meiner Vorbilder ist Hermann Mayer. Genauso wie er die Piste meistert, werde ich den Parcours meistern. Der Rominator also. Der geheimnisvolle Mann mit dem Hut heißt Roman Oswald. 42 Jahre jung, also ein Silberrücken unter den Ninjas. Und los geht's. Und zwar in 5 Sprung. Und was ich sehr, sehr sympathisch finde, er macht nicht sowas wie Bouldern, Parkour, so neumoderne Sportarten, nein. Der macht die Oldschool-Variante. Laufen, Skifahren, Radfahren, Schwimmen, Klettern, Wandern. Echter Klassiker eben, Udo, und zwar knapp. Aber sein Outfit ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, es, ja, ist, es geht hier nicht um Styling, das sage ich dir die ganze Zeit. Es geht um Sport. Und jetzt muss er mal auf die Schaukel überhaupt draufkommen. Also du kannst ihn gerne nach Styling-Tipps fragen, wenn er zu uns kommt. Es gibt dir keine Ruhe, gell? Hättest du bitter nötig. So. Er stark ist im Cargo-Netz. Muss aufpassen, dass er da nicht reinfällt hinten. Macht er gut. Aber macht er gut. Ja, macht er sehr. Zeit im Auge haben. Ist aber gut, Zeit ist gut. Ja. Und Zwischenerfolg. Er sagt mal Hallo zu den schwingenden Körben. Ja, haben wir alles schon gesehen. Längst. Und das weiß auch er. Korb Nummer 1 hat er. Gut übergegriffen. Sehr gut. Da hängt er im zweiten Korb. Und wow, wow, wow. Ja. Und da brennen die Arme. Wahnsinn. Und er ist bei der Wall. 1,80 groß. Der Herminator ist sein Vorbild. Hermann Mayer, der hat jedes Rennen gewonnen und er gewinnt auch. Also er drückt den Buzzer.
du bist, wenn ich sagen darf, ein bisschen älter. Wie ist so zwischen dem ganzen jungen Gemüse hier? Man sieht, es kommt ja nur aufs Alter an, sondern auch auf die... Und ein bisschen Glück und Mut. Aber hauptsächlich ist der Spaß ist dabei. Und Spaß haben wir eine Menge. Der Jüngste führt bislang das Feld an, Michael Xander. Ja, auch Roman Oswald und Thomas Stockglaser waren schon am Buzzer, sind fix in der Finalqualifikation. Ja, und der Rest, Mario, war vor allem eins richtig schnell. Aber Michael Altrichter ist noch unter den Top 15. Bin gespannt. Hallo, ich bin Marvin, 25 Jahre jung und mein Motto lautet: The world is your gym. Denn man kann überall trainieren, jederzeit. Du brauchst keine Maschinen, um eine Maschine zu werden. Der Typ, der mich bei Ninja Warrior schlagen will, muss erstmal geboren werden. Ja, große, große Worte von unserem Marvin. Der ist extrem definiert, Muskelberg. Hat sich was vorgenommen, wir springen schon zum Laternenmast. Wieder zu stützen. So. Laternenmast. Schmeißt sich rüber. Schaut gut aus. Schau, und er ist einer, der sich jetzt nicht feiern lässt, sondern voll fokussiert bleibt. Und das finde ich gut. Auf die Zeit. Das finde ich gut. Kleiner Sturz, aber alles gut. Faust ist draußen. Gutes Zeichen. Und er marschiert aber ordentlich durch. Also er legt ein schönes Tempo. Ninja Warrior Austria geht es nicht nur ums Buzzern, es geht auch um die Schnelligkeit. So. Wie schnell ist man beim Buzzer oben? Vierter. Oh! Zu uns. Oh, er kommt gar nicht zu uns. Er scheitert beim Sprung ins Cargonetz. Aber es war ein Abgang mit Stil. Also mit ganz viel Stil, im großen Stil. Wenn man halt so in Vorlage kippt, dann hat man die Kraft einfach nicht mehr. Das ist zu viel Druck am Oberkörper und dann zack, passiert's halt. Hallo, ich bin der Radek, ich bin 23 Jahre alt und meine Freunde nennen mich Radio Tornado, denn ich fege wie ein Wirbelsturm über den Parcours. So, Dori, zieht ein bisschen hier oben, weiter geht's jetzt. Der Raso-Tornado wirbelt durch unseren Parcours. Und er ist im Fünfsprung. Kein Problem. Leichtathletik, Crossfit, Schwimmen und Parcours. Was macht er, wenn er Zeit hat? Und Lust auf Sport. Aber die hat er oft, wenn ich mir sagen soll. Ja, recht hat er, aber da ist er nicht alleine. Die ganzen Sportler, natürlich alle in der freien Natur unterwegs. Sporteln ohne Ende. Zum oh, nicht zu langsam, zu langsam! Falsche Technik! Falsche Technik! Ah, da liegt er flach. Dori, wir würden dich jetzt brauchen. Hol ihn ab! Trösten ist angesagt. Ja, kaum nichts machen. Ich bin die Patricia, bin 31 Jahre alt und mein Beruf ist Krankenschwester. Ich bin die Beatrice, bin ebenfalls 31 Jahre alt, 2 Minuten jünger und ich bin Polizistin. Ich habe eine Verlobte und sie steht auf die Männer. Wir haben uns bei Ninja Warrior Austria beworben, wenn wir das ja aus dem Fernsehen erkennen. Und dass wir jetzt wirklich die Chance haben, da mitzulaufen, ist eigentlich ein Abenteuer. Es ist schon ein kleiner Wettbewerb zwischen uns drum. Ich hoffe, dass ich zumindest ein Hindernis mehr schaffe als sie. Wir haben die doppelte Kraft. Deswegen rocken wir den Parcours. Jetzt sind sie da, unsere Ninja Twins. Und wir haben da was Kleines einstudiert. Bei den Mädels mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorge, dass das nicht klappen wird. Und wir starten gleich mal mit der Patricia und Beatrice. Wir zwei. Schau mal, wie stark ihr seid. Wir zwei laufen gleich hin. Daher. Ab mit dir. Schwester Patricia. Gleich doppelt. Zum einen Zwillings, zum anderen Krankenschwester. Und schau dir den Ärmel an. Ja, da kannst du nur ein bisschen ins Fitnessstudio gehen. Nein, was sagt mir der Richtige? Aber es beginnt mit dem Fünfsprung. Da hat sie Probleme. Hat sie schon beim zweiten, auf der zweiten Platte Probleme. Und ist weit unten. Muss sie aufpassen, dass sie da nicht zu weit unten ab. Und sie springt von weit oben immer wieder ab. Und hat ein sehr auffälliges Tattoo. Ja. Oder ist spannend, ja? Hast du dieses Tattoo gesehen? Cher ist an der Wade tätowiert. Pizzi. I believe. Spitzname. Sprung holt und dann Absprung. Nicht verpassen, ja! Gut gemacht. Sehr gut.
kann man sich schon mal ein bisschen Support abholen. Zwillingsschwester läuft mit seitlich, schaut sich das Ganze genau an. Und natürlich ist das auch eine Competition zwischen den beiden. Ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Verbundenheit ist einfach noch mal größer, ja, wenn du Zwilling bist. Also so ist das. So ist das. Da fiebert man einfach dann doch noch mehr mit. Und jetzt sieht sie sich den Cargonetz und der Teufelsschaukel, will ich fast meinen, entgegen. Denn da sind viele schon gescheitert. Weil es einfach darauf ankommt, richtig abzuschneiden. Aber da fehlt jetzt die Schwester zum Anschaukeln. Sie ist doch nur 1,61 groß. Also es ist eine schöne Distanz, die sie da hat. Also schön ins Cargonetz. Irgendwann muss sie dann auch abspringen. Und das passiert jetzt. Nein! Das ist die Frage der Frage immer. Wann ist der richtige Absprung? Das ist schwierig. Ja, das war gar nicht. Das war absolut nicht. Und jetzt die Zwillingsschwester, Kriminalpolizistin. Und hoffentlich nicht alles im Gleichschritt mit ihrem Zwilling. Absprung. Schleudergang. Auch sie, du hast es gesagt, im Harley-Davidson-Club und auch die fliegen nach wie vor mit jetzt. Und schau dir das an! Sie fliegt förmlich zur Schaukel. Publikum erhebt sich, weil sie merken, da ist was drinnen für die Foxy. Und hier entscheidet sich jetzt das Duell der Zwillinge. Das wäre doch... Das wäre doch der Wahnsinn, wenn sie jetzt an der gleichen Stelle scheitern würden. Ich denke positiv, die schafft das. Nein! Ja, das sind Zwillinge. Die machen sich halt eben alles nach. Alles gleich. Ja, und auch die Freundin hat's gesehen. War das übrigens die gleiche Stelle? Exakt die gleiche Stelle? Beinahe. Das gibt's nicht. Das gibt's ja gar nicht. Zwei gibt's einfach nur im Doppeltag. Jo, eigentlich von Geburt an. Wir machen fast die Mais gleich. Nur um 2 Minuten Unterschied, sagen wir so, weil ich bin ja 2 Minuten älter. Dafür war ich jetzt die Schnellere. Überhaupt bei gewissen Hindernissen, wo man nicht dachte, man kommt da drüber, vor allem ist man da drüber, das ist ein Wahnsinn. Ein paar Blessuren natürlich bekommen, aber das ist wert. Ja, hier muss man leiden und leidenschaftlich sein. Hallo, ich bin der Kali, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus Wien, mache derzeit Krav Maga und werde mich hier gegen alle Hindernisse verteidigen. Der kommunikative Kellner Karl aus Wien ist 20 Jahre alt, steht auf romantische, ausgiebige Spaziergänge, schickt ein Busserl her, ja, und geht gern mit seinem Hund spazieren. Hör mir auf, bitte. Wir sind ja nicht bei einer Dating-Show oder bei Rosamunde Pilcher, wir sind bei Ninja Warrior Austria, der härtesten Show der Welt. Der Laternenmeister. So, testet das Ganze mal aus, das darf er. Und dann geht's rüber. Und Absprung nicht verpassen. Gerade so den Absprung noch geschafft. Peter lässt sich feiern. Schau dir den an. Ja, da holt er sich Motivation. Er braucht das Publikum. Er braucht den Response. Und dann ist er da. Aber behalte die Konzentration, den Fokus bitte auf dem Papier. Leute, ja, easy. Ab zur Schaukel und dann ins Parlament. Sein Lieblingsheld ist Batman, allerdings hat er keine Angst vor Fledermäusen, sondern vor Ratten. Kann ich verstehen. Aber die einzige Ratte hier. Und er ist im Cargonetz. Und schau, wie der erleichtert ist. Damit war es zu Recht natürlich. Da hat er schon viele Scheitern sehen. Oh, er hängt hier im Netz. Er hängt, aber versucht über die andere Seite noch zu retten. Das gehört in der Technik, haben wir so noch gar nicht gesehen. Er ist bei den schwingenden Körben. Und er ist nicht langsam. Also er ist schon weit gekommen, aber das ist jetzt das Schwierigste vom Ganzen. Korb Nummer 1, Hallamal. Kommt da viel Kraft, um sich darüber zu schwingen. Ui. Oh, er kommt, er muss aufpassen mit der Balance. Umgegriffen, ja. Die Ärmel zittern, ist natürlich logisch, haben wir alles schon gesehen. Schau, interessante Technik. Er muss umgreifen. Er braucht Schwung. Er braucht den Schwung. Und jawohl! Und ja. Oh, hat er, wie er nachgegriffen hat. Wahnsinn! Hat's. Ja! Und jetzt geh den Weg bis zum Schluss. Komm rauf zu uns.
Also go, Carly, go. Hier oben warten wir. Eat, sleep, train, repeat. Die letzte Hürde für unseren Karl. So, einmal auf die Wall. Oh, knapp. Er hat noch zwei Versuche und plötzlich ist es still. Und wie du sagst, kommt das Publikum. Ja, Gott sei Dank. Unterstützt ihn. Komm, zweiter Versuch. Und ja, jetzt zieh dich er hat und zurück den Buzzer. Ja! Wer war das Ganze? Wo hattest du Probleme? Überall. Überall? Hat man gar nichts gesehen? Das Letzte, wo ich den Griff fast nicht mehr erwischt hätte, das war schlimm. Aber sonst war es richtig nice. Diese schwingenden Körbe sind gemeine Körbe, richtig? Total gemein. Ich bin der Meister von Ihnen. Ja, ich habe es geschafft. Und Muckis hat auch. Ich stehe jetzt hier neben einem gewissen Super-Ninja, kann man sagen. Das ist der Dion aus England. Und der Dion hat schon mehrere Male in mehreren Ländern bei Ninja Warrior mitgemacht. Wie oft denn, Dion? So, 3 countries so far. 3 countries. Also in 3 Ländern hat er mitgemacht. Jetzt ist Österreich dran. Wir wünschen good luck, Dion. Ab in den Parcours. I'm the UK's most passionate and most dedicated Ninja Warrior. It's a real honor to be here in Austria for Ninja Warrior Austria. Ninja Warrior! Dem Ninja-Veteran. Hat schon ein paar Mal mitgemacht. Also er hat gewisse Erfahrungswerte. Ninja, wie schnell der ist. Ja, ja. Klar, er kennt das hin und auswendig. England, Indonesien, Vietnam teilgenommen. Und jetzt ist er am Laternenmast. Das hat eine wahre Ninja Warrior Obsession. Vielleicht wird er sich nur ein bisschen schwimmen und ausdrücken. Schauen wir mal. Ja, das kann er alles. Was macht er da alles? Er hat schlau gemacht mit dem rechten Bein neben. 4 in der Früh auf, stellst ihn hier her, der schläft noch, macht den Parcours trotzdem, buzzert hier gleich bis 10. Das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. So, wow, Alter, und jetzt war's eng. Cargonetz. Die Schaukel ins Cargonetz. Hat ein Ninja Warrior Fitness Studio eröffnet. Also, der lernt das, was er hier einzeigt, lernt er auch noch anderen Leuten. Und jetzt geht's ab ins Cargonetz. Dion verpasst nicht den Absprung. Hada, er hängt im Cargonetz. Ihm muss man auch nicht sagen, dass er aufpassen muss aufs Wasser. Er weiß Bescheid. Er hat übrigens seine Höhenangst überwunden. Aber nicht sagt, weil er Ninja Warrior mitgemacht hat. Nein, aber weil er sich bereit machen wollte für den Mount Midoriyama, also für den allerletzten Endgegner bei Ninja Warrior. Und den haben wir ja auch hier. Genau, und das geht ja nicht mit Höhenangst. Von daher, die musste er überwinden. Überhaupt nicht nervös. Das ist wie Autofahren. Wenn du eine Strecke schon öfter gefahren bist, dann rauschst du durch. Wow. Ist beim zweiten Kurs. Ich bleib dabei. Er buzzert gleich hier oben. Ja, dann kannst du aber dein Englisch auspacken. Und es kommt jedes Mal ein kleines Ja dazu von ihm. Ja. Er ist bei der Wall. Die Engländer fahren ja auf der falschen Seite. Hoffentlich findet er den Weg. The Wall, 4,25 Meter hoch. Ah, Publikum ist da. Dion Trick versucht sich bei Ninja Warrior Austria an erster der Wall. Versuch und Hada. Press the button. Real honor to take on the Ninja Warrior Austria course. Thank you very much. Ich bin der Jakob Klenk, ich bin 22 Jahre alt
I'm King Kong, beat my fist in chest. Ich studiere auf der TU Finanz- und Versicherungsmathematik. Meine Hobbys sind Breakdance, Basketball und Klettern. Ich kletter gerne, es ist für mich einfach eine Challenge, überall raufzukommen. Und meine Freunde nennen mich auch schon Affe, weil ich kaum noch am Boden bin. Jeder, der klettert, weiß, was für Griffkraft man braucht. Und genau das sind die Sachen, die auch bei Ninja Warrior erforderlich sind. Das Preisgeld ist mir grundsätzlich egal, ich möchte einfach der Beste sein. Ich bin der Donkey Kong, ich werde Ninja Warrior Austria. So, und du strahlst da jetzt auch schon, wenn du da auf deinen Sohn wartest. Da ist er jetzt auch schon am Protest. Wie hat er sich denn auf Ninja Warrior vorbereitet? Er macht viel mit Breakdance, dadurch ist er sehr muskulös und sehr geschmeidig aber auch. Und das glaube ich, dass das eigentlich da notwendig ist. Jakob Klenk ist schon angekommen beim Schleudergang. Spitzname Double Fist, erklären wir nichts. Er ist zu spät. Ja, gekommen, ist oder? Vielleicht nicht ganz so jung. Ja. Und ins Cargonetz. Und Schwung. Hineinschaukeln, komm. Jakob. Absprung nicht. Ah, schau, hat zur Mama geschaut. Die Mama gibt Tipps. Ja, drückt die Daumen. Ob, ah, und die Tipps gemacht. Wirken, ja. Ja. So einfach geht's, wenn du eine gute Mama hast. Leibchen ist weit, das T-Shirt, aber er ist so schnell. Muss er aufpassen. Er ist so schnell. Nickname Monkey, weil er immer die ganze Zeit rumspringt. Also hat er uns jetzt gezeigt und das kann er hier gleich weitermachen. Ich wollte es gerade sagen. Wir sind bei den schwingenden Körben. Für ihn als Basketballer normalerweise kein Problem, oder? Normalerweise, wir sind ja bei Ninja Warrior, nicht ja. Bei Basketball. Ja, aber danke. Schau, der hält sich fest. Sehr gut gemacht. Ich habe ein gutes Gefühl, Mario. Ich glaube auch. Der kommt zu uns rauf. Jakob Klenk. Super aus, das schaut super aus. Dann können wir das mit Double Fist endlich klären, wenn er aufkommt zu uns, oder? Können wir uns die ganze jugendfreie Geschichte erzählen quasi. Kann jeder ein Double Fist? Wir sprechen ja, weil wir die Faust schon parat hätten. Aber die Zeit war gut, er ist weit gekommen. Er hat große Chancen. Aber er ärgert sich, Mr. Double Fist. Aber die Zeit war gut. Vielleicht sind wir nachher noch. Mama, die Mama, die klatscht. Ja. Im Endeffekt hat es bei den Körben dann das letzte Stück gescheitert. Ich war ein bisschen zu rutschig, wenn schon meine Hände. Bin ich abgerutscht. Mein Name ist Thomas Schlauf. Ich bin 32 Jahre alt. Mein Motto ist, wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden. Und ich werde Ninja Warrior. Oho, starke, starke Worte von der Hulk. Thomas ist schon im Fünfsprung. Macht's. Nein! Und das ist er gelohnt, übermotiviert. Ja. Und ich werde Ninja Warrior. Von der Koordination nicht ganz geschafft, aber jetzt weiß ich es zumindest und vielleicht bin ich ja nächstes Jahr wieder da. Work hard, play hard. Ich bin der Oliver Pürin, bin 31 Jahre alt. Herzlich willkommen in meinem zweiten Zuhause bei CrossFit Salzburg. Der Reiz CrossFit ist für mich eben, dass man immer an seine Grenzen und auch darüber hinausgeht. Ja, Angst, was ist das? Entweder man gewinnt oder man lernt. Mein Motto im Leben ist Winners never quit, quitters never win. Ich wollte immer ein bisschen mehr Extreme in mein Leben ausloten. Bin dann zum Jagdkommando, war dann noch 4 Jahre dort. Die Zeit beim Militär, die schätze ich sehr, weil die hilft mir nicht nur beim Ninja Warrior, sondern generell im Leben. Also meine Familie ist jetzt halt Priorität Nummer 1. Meine Freundin und Verlobte und vor allem meine kleine Tochter, die Sophia. Ich gebe nie auf. Ich kämpfe für meine Tochter. Und genau aus diesem Grund werde ich der erste Ninja Warrior Austria. Mein Name ist Maximus Decimus Meridius oder ganz einfach nur Oliver Pürin. Boah, Gänsehaut, mein Freund. Gänsehaut. Aber nicht nur die Family drückt die Daumen, sondern auch Marcel Hirscher himself. Sein Buddy. Der ist nämlich sein Buddy zu Hause. Beim Trainieren fleißig, also. Ein Gladiator. Er ist Gladiator. Muss trainiert sein, genau so ist es. Seine Familie ist im Publikum, Mr. Family Guy, wenn man so will. Absoluter Familienmensch. Sport, Crossfit, Snowboard und Fußball.
einmal abgestiegen, einmal Meister geworden. Ja, ich kenne das. Das ist zweimal ein Rausch, einmal Frust und einmal Freude. So, und bei ihm ist jetzt Freude dabei. Jawohl. Bei ihm ist jetzt Freude dabei. Er kommt zum Schleudergang. Gut gemacht. Gut gemacht. Und er ist bei der Schaukel. Ab ins Cargonetz. Wichtig dabei, Schwung holen. Absprung nicht verpassen und dann Cargonetz greifen. Aber der ist absolut abgehärtet. Der hat wohl die härteste Ausbildung gemacht. Er schmeißt sich rein. Und zwar die Militärausbildung. Und die kommt ihm hier zugute. So, jetzt nur nicht im Wasser ankommen. So, durchkommen. Durchkommen, aber er hängt fest. Er hängt fest. Er muss sich da irgendwie retten mit seinen Beinen. Er darf nicht das Wasser berühren. Aber hat er nicht gemacht und das ist gut so. Ja, schön. Hat er als Polizist gearbeitet, aber als dann seine Tochter zur Welt kam, hat er seinen Beruf aufgegeben und hat gesagt, ist mir zu gefährlich. Jetzt ist er halt Marketingleiter. Zu seinem Marketing zu Hause, warum nicht? Und jetzt sind die Körbe seine Heimat. Gut übergegriffen. Griffkraft, ganz entscheidend. Die Grifftechnik ist enorm wichtig. Und jetzt den Schwung mitnehmen. Korb Nummer 3. Sein Vorbild, das? Michael Jordan. His Erne schaut halt. Ja, dann weiß er ja, wie man dankt. Einfach mal am Korb. Das ist ein... Das hat am Ende nicht aufgegriffen. Wenn du einmal rübergreifst, dann kommst du da nicht mehr raus. Du musst dann durchgehen. Ist hart, aber ist so bei uns. Es ist die härteste Show der Welt, mein Freund. Ich muss dir ehrlich sagen, es tut mir ganz besonders leid bei dir, solltest du es nicht in die Finalqualifikation schaffen. Ja. Aber die Chancen stehen ja noch. Es muss ja nicht jeder den Buzzer treffen. Es kann ja sein, du bist ja sehr weit gekommen. Es kann trotzdem sein, dass du noch mitrutscht. Also ich drücke dir weiterhin die Daumen und jetzt mache ich ihn ein bisschen trocken. So, wir schauen mal auf den Zwischenstand und eines ist klar, diese fünf Herrschaften haben den Buzzer gedrückt und sind damit fix in der Finalqualifikation. Und unser Kollege von eben, der Oliver, ist auch mit dabei, obwohl er nicht beim Buzzer oben war, weil er einfach schnell war. Also, es kommt auf vieles an. Sechs kommen noch und die sehen wir jetzt. Wir starten mit dem Aljoscha und wir springen gleich zur Laterne. 42 Jahre jung, der Polizist aus Innsbruck. Ein Innsbrucker, ein Original, Mountainbike, Volleyball, Schwimmen, Klettern, seine Hobbys. Ja. So lässig und das war gut. Stark. Sehr gut. Haben wir so auch noch nicht gesehen. Normalerweise benutzen Teilnehmer immer die Füße. Er hat sie nicht gebraucht. Jetzt also der Schleudergang für Aljoscha. Wenn er gut vorbereitet ist auf den Parcours, schau, da wirft er sich über den Schleudergang. Jawohl. Motto, no risk, no fun. Es schaut aus, als hätte er richtig Spaß gerade. Jetzt auf der Schaukel. Doch der Hader, also Spielplatz und so weiter, ist ihm durchaus ein Begriff. Die Schaukel. Drin ist er. Hat Gott sei Dank oft genug mit der Tochter gespielt. Jetzt hängt er im Netz. Er muss da nur noch durchkommen, aber er kämpft. Er kämpft richtig, das merkt man. Dieser Schrei der Erleichterung. Der Verzweiflungsschrei unseres Alis. Also mit den Kräften vielleicht schon am Ende? Hoffentlich nicht. Jetzt braucht er sie nämlich und erholt sich den Spirit, die Kraft vom Publikum. Die brauchen ihn jetzt. Beim ersten Korb ist er. Komm. Er ist mir richtig ans Herz gewachsen, der Ali. Er war schon dran, aber er war nicht langsam. Das könnte sich ausgehen für ihn. Ja. Und die Zeit wird jetzt immer wichtiger. Denn fünf potenzielle Ninjas haben wir noch in der Vorrunde und die geht jetzt los. Ich bin René Bruckner, 31 Jahre alt und ich höre erst auf, wenn ich den Berg erklommen habe. Einmal quer drüber, Tempo, Speed, Balance, alles hat er. Ist der schnell. Ja, das lässt er sich mal feiern. Vollkommen zurecht, Mama und Papa sind mit. Aber vergiss mir nicht, sich auf den Parcours zu konzentrieren. Da kommt es an. Vor allem Absprung nicht verpassen, wie so oft schon hier. Und jetzt mit der Schaukel ins Cargonetz. Wenn er mal abspringt. Jetzt macht er's und er hängt in den Seilen. Und er sagt ja von sich selbst, Balance und Griffkraft sind seine größten Stärken. Na dann. Griffkraft hat er jetzt gerade unter Beweis gestellt. Ganz
fest im Seil. Ja, das schaut gut aus. Nicht im Wasser ankommen. Denn jetzt muss natürlich die Bauchmuskulatur arbeiten. Er muss sich oben halten. Probleme. Schau und die Beine nur nicht an. Nach unten fallen. Der Hintern. Lass den Hintern oben. Ja. Schau, und die Mama ist stolz. Ja, zu Recht, weil sie weiß genau, die Warnstärken kommen jetzt. Erst Balance und Griffkraft. Das hat er nämlich angegeben. Die braucht er jetzt bei den schwingenden Körben. Ja, und jede Menge Kraft. Für unseren Juristen aus Wien. Aber er nähert sich der Wall. Aber er muss mal durchkommen hier. Ja, und ja, so schaut das Ganze aus, wenn dir einfach die Kraft irgendwann verloren geht. Ja, also da hätte er noch mal zwei Hände gebraucht, dass sich das ausgeht. Mindestens. Zeit war aber nicht so schlecht. Mal schauen, vielleicht ist er dabei. Diese Drehteller, das war... Irgendwie war die Kraft ein wenig weg. Hallo, ich bin die Steffi Noppinger, ich bin 24 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Dennengau, genauer gesagt aus Hallein, und bin Studentin. Zum Turnen bin ich so gekommen, dass meine Mama mit meinem älteren Bruder in die Turnhalle gegangen ist. Ich war da gerade mal wahrscheinlich ein Jahr alt, seitdem bin ich Fanat. Ich habe vor 2 Jahren den Sportehrentitel von der Stadt Hallein bekommen und das Ehrenzeichen ist eigentlich mein größter Erfolg bis jetzt. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, eine eigene Turngruppe anzufangen und mit denen zu trainieren. Und das hat mir extrem viel zurückgegeben, weil es einfach, du lernst mit dem anderen was Neues und du freust dich genauso, wenn die was Neues lernen, wie man selber was Neues lernen würde. Mein großes Ziel bei Ninja Warrior ist, ich will gerne das beste Mädel sein, sagen wir so. Ich werde Ninja Warrior Austria, weil ich den größten Spaß dabei habe. Yes, so sieht eine Kunstturnerin aus. Und die Steffi war die beste Frau bei unseren Ninja Warrior Castings. Und die Steffi wirkt überhaupt nicht nervös, aber er hier, das ist ihr Bruder, das ist der Michi. Michi, du hast einen Puls von 150, wir haben vorher gemessen mit der Uhr, wieso bist du? 167 mittlerweile. Ich bin so nervös, nervöser als die Steffi. Ich bin so stolz auf meine Schwester. Sie ist die Beste. Na, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen und ich würde sagen, jetzt geht's ab, Steffi! Oha. Ja, die Erwartungen sind natürlich riesig jetzt. Aber bitte nicht zu viel Last auf ihre Schultern. Die hat beim Casting alles weggerückt. War die beste Frau. Ja, und da haben viele Männer nicht mithalten können. Also ja, 5 Sprung, überhaupt kein Problem für Steffi Noppinger. Und die Glocken ertönen hier im Publikum. Es läuft, aber jetzt wird's schwierig. Absprung schafft sie. Na klar, sie ist durch. Und jetzt geht's auf den Schleudergang. Und von der Körperhaltung. Ist voll drin. Die ist voll drin. Von der Attitüde her. Ist voll drin. Mag ich mir keine Sekunden sagen. Ja, die ist voll drinnen. Ich will die erste Frau hier oben sehen. Ja, unbedingt. Und sie hat das Potenzial dazu. Ja. Dann schaut denn. Sie den Anlauf an. Schau, wie hoch die ist. Oh, sie fällt fast vor. Und jetzt rein. Ja, 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 ja. Steffi, halt dich fest. Sie eine Power. Ist das eine Powerfrau? So, nur aufpassen beim Wasser. Lass ich's weiter. War auch eine riesige Skifahrerin. Wurde Ski-Barbie genannt. Und mit Barbie hat's auch viel gemein, oder? Wo ist da eine Barbie? Wo versteckt sich da die Barbie? Der Fanclub wandert mit. Und die Steffi ist richtig, richtig stark unterwegs. So, die schwingenden Körbe. Das sind schon viele Männer heute gescheitert. Also die wahre Prüfung kommt erst jetzt. Korb Nummer 1, sie hängt mal und nimmt viel Schwung mit. Turnerin, also... Das kommt dir zugute. Genau so ist es. Komm. Oh, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Steffi Noppinger. Wahnsinn. Geht gleich zu Korb 3. Das ist die erste Frau hier oben. Ah, ich hoffe es. Es ist die erste Frau. Aber sie muss aufpassen. Ja, 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 ja. Die ist so nervös bei Ninja Warrior. Wow! Ja! Wir sind hier oben, Steffi. Hier oben sind wir. Hier oben. Komm zu uns. Komm den Weg. Stephanie Noppinger. Aus Hallein, sie steht vor der Wall. Ist sie die erste Frau
bei Ninja Warrior Austria, die uns hier oben besuchen wird. Die vergoldet den Weg. Ja, macht sie. Okay, erster Versuch. Alles gut. Alles gut. Gescheitert. Alles gut. Du hast noch zwei Versuche. Nur nicht den ersten. Okay, der Puls bei 200 grad. Was hier? Ja, noch höher. So, sie kriegt viel Applaus, aber vielleicht wäre es besser, wenn sie Ruhe hätte. Komm, ja, komm zu uns. Komm, geh den Weg, den Weg. Nein. Ah, da fehlt viel. Dritter Versuch. Und vielleicht jetzt mal ein bisschen leise. Konzentration. Volle absolute Ruhe im Publikum. Das ist der entscheidende Moment bei Ninja Warrior Austria. Für Stefanie Noppinger. Ruhe. Sammel dich, fokussier dich und geh den Weg zu uns. Hier oben am Buzzer. Lass dich feiern. Ja. Steffi. Deine Leute waren großartig. Aber erst, als es ganz ruhig war, hat es wirklich funktioniert. Ja, manchmal braucht man einfach ein bisschen Konzentration. Man muss in sich gehen. Und das Publikum hat das super gemacht, hat mir die Unterstützung gegeben, mir die Zeit gegeben, dass ich mich konzentriere und im richtigen Moment wieder angepusht. Lass mal was hören für die Steffi. Unsere erste Frau hier oben beim Buzzer, das ist dein Applaus. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis später. So, Mara, ich hoffe, der Puls ist wieder ein bisschen unten. Ah, ja. Drei gibt's noch in der Vorrunde und der Dominik legt jetzt los. Hallo, ich bin Dominik Wollner, bin 24 Jahre alt, arbeite meistens 120 Meter Höhen. Da wird der kleine Berg hier für mich ein Klacks. Ja, wenn es ein Klacks ist für den Dominik, dann zeig uns mal, was du kannst. Wir sind schon bei den Körben, also kurz vor der Wall. Das heißt, er ist richtig gut unterwegs. Erster Korb, zweiter Korb. Aufpassen. Und das schaut sehr gut aus. Erfüllt er sich hier seinen Traum? Ja, wir sind doch eigentlich auf die Tür. Dominik Wollner wird in der Finalqualifikation. Sind wir quasi die Tür? Ja, oder stellen wir uns vor. Ja. Damit uns die Leute auch kennenlernen, die ja mitmachen, denn der drückt gleich den Buzzer. Dominik Wollner gegen The Wall. Okay. Erster Versuch war nicht. Und er hat sich gerade aufs Knie gegriffen, hoffentlich ist dann nichts passiert. Komm, Dominik, geh den Weg. Zweiter Versuch. Mit uns. Es ist wieder Ruhe. Ruhe. Zweiter Versuch. Er ist mir zu langsam. Leider, er kommt zu uns, er kommt zum Buzzer. Dominik. Gleich in der Finalqualifikation. Richtig starke Leistung. Super gemacht. Der hat Nerven. Wahnsinn. Wahnsinn. Zwei kommen noch in der Vorrunde. Der nächste ist der Emanuel. Er muss eigentlich Mario nur noch bis zu den schwingenden Körben kommen. Zum zweiten Korb. Ja. Ja, gut, abgesprungen. Dann ist er fix in der Finalqualifikation. Schau, wie schnell der ist. Bei 25 Sekunden ist der schon auf der Schaukel. Publikum ist da. Und jetzt Absprung. Ja, hat er.
Sein Ziel, schlicht und einfach, Ninja Warrior werden. Aber man muss sich auf große Ziele setzen. Absolut, absolut. Achtung, Achtung, Achtung auf den Kopf. Ja, das geht sich aus. Also die schwingenden Körbe. So schnell war noch keiner hier. Und das ist mal eine Ansage. Korb Nummer 1, Emanuel hängt. Also, wenn er jetzt rübergreift, dann ist er fix in der Finalqualifikation. Und? Ja, er hat es geschafft, Martin. Auch wenn er im Wasser landet. Ja, reg dich ab, reg dich ab. Alles er ist gut. Ja weiter. Den sehen wir nochmal. Reg dich nicht schon in der ersten Sendung so viel auf. Er ist ja weiter. Mir schon ruhig. Last but not least, Sascha. Er muss zum zweiten Korb kommen, dann ist er in der Finalqualifikation. Ich bin Sascha Mikulovic, 24 Jahre alt und ich habe eine Allergie gegen das Verlieren. Also kann ich heute bloß nur gewinnen. Ja, Mann. Ja. Gute Balance gefunden. Gute Balance gefunden. Und es geht weiter auf die Schaukel. Und die führt ins Cargonetz. Festhalten. Aber zur richtigen Zeit reicht das. Er kriegt nicht wirklich, er bekommt nicht wirklich Tempo in seine Schaukel. Jetzt sollte er abspringen. Jetzt ist Tempo da. Oh, halt dich fest. Was glaubst du, wie die Arme da brennen? Weil der unfassbar Kraft hat. Nein, aufpassen, aufpassen. Pass auf deinen, bring den Körper hoch. Er kämpft. Vor allem, er hängt da vorne jetzt mit den Füßen und das jetzt hat weh. Jetzt hat er's. In der Muskulatur, aber er kämpft sich durch. Und kommt jetzt zu den Körben. Die könnten man Ich würde ihm gerne stellen oben beim Buzzer. Und er ist ein Kandidat, der durchaus in Frage kommt dafür. Korb Nummer 1 hat er schon mal. Korb Nummer 2, auch aus daneben gegriffen. Und da ist er raus. Er darf nicht zurück. Aber er war so schnell, dass er fix in der Finalqualifikation ist. Er war so schnell beim ersten Korb. Und damit ist unsere Finalqualifikation voll. Grandiose Stefanie Noppinger und 14 Männer haben es bei der Premiere von Ninja Warrior Austria in die Finalqualifikation geschafft. Und Mario, der sich am meisten freut, ist unser Polizist Nali aus Innsbruck. Der ist jetzt auch als 15. reingerutscht in unsere Finalqualifikation. Ja, großartige Leistungen unserer Athleten bei der Premiere von Ninja Warrior Austria. War alles dabei heute. Und schaut mal, das sind die 15 Athleten für Stage 2. Der Jüngste war der absolut Schnellste, nämlich Michael Xander. 7 haben insgesamt den Buzzer in der Vorrunde gedrückt, darunter auch eine Frau, Stefanie Noppinger. Sagt er mit großen Herzen in den Augen, der Mario. Aber auch unser Ältester, Roman Oswald, Oliver Goldi, mit dabei. 15 haben wir also bereits, aber nur 5, Mario, nehmen wir auch wirklich mit ins große Finale. Das System bleibt das gleiche wie in der Vorrunde. Schaffen es mehr als 5 rauf auf den Kamin und drücken den Buzzer, dann entscheidet die Uhr. Schaffen es weniger als 5, dann kommt es darauf an, wer, wie weit, wie schnell kommt. Wir haben neue Hindernisse, aber wir haben einen schwarzen Ninja, der jetzt seinen großen Auftritt hat. Welcome to the jungle. Gut gebrüllt, Löwe. Von Liane zu Liane. Danach geht's weiter mit den Chaosbällen und die verbreiten Flugchaos. Knocking on Heaven's Door, die Himmelsleiter rauf. Und gleich direkt danach geht's ab zu den Fensterbrettern. Nur nicht loslassen. Und wer es dann geschafft hat, der ist beim Kamin. Aber nicht putzen, sondern einfach raufgehen, Buzzer drücken und willkommen im Finale. Also gestürzte Reihenfolge in der Finalqualifikation. Also die zweite Chance, die ich da jetzt bekommen habe, die möchte ich einfach wirklich nutzen, weil man kriegt nicht oft im Leben eine zweite Chance und dieses Mal möchte ich auf den Buzzer so richtig draufhauen. Unser Ali hat sich also was vorgenommen. Tänzelnd steht er und wir schauen uns. Ganz leicht war es nicht in der Vorrunde. Nein, aber wie gesagt, second chance. Beginnen, sobald du wegspringst, zählt die Zeit. Es beginnt im Dschungel für unseren Ali. Und er hat schon Schwierigkeiten. Schwung mitnehmen, Griffkraft. Er sucht sich mit den Beinen, mit den Füßen rüberkommen. Und er ist drüben. Macht er. Sehr gut. Weiter geht's. Es folgen 3 Chaosbälle. Wie viel Chaos verträgt Aljoscha? Bloß nicht die Konzentration. Und er ist drüber, ja, kommt über, weiter. Dass er sich nicht zu schnell durchstürzt, ist, glaube ich, die richtige Taktik. Er soll sich Zeit nehmen, er ist bei der Himmelsleiter. Aber schon jetzt, Chapeau. Der Erste in der Finalqualifikation, der Ninja Warrior Austria,
Er heizt das Publikum an, er wirkt null nervös und er liefert bislang ab. Und er zeigt den Bizeps her, yes! Jetzt mit der Stange nach oben. Er darf korrigieren. Und das schaut höllisch aus. Und er macht's riesig. Yes. Und auch das ist Ninja Warrior, da fiebert jeder mit jedem mit. Und jetzt rüber zum Fensterbereich. Erste Hader-Bereich. Nur den roten Bereich darf er berühren, der Aljoscha. Und das wird jetzt schwierig. Aber schau dir den an, der ist richtig gut. Und die Zeit ist ebenfalls, ja, flott ist er unterwegs. Und jetzt muss er rauf und das ist schwierig. 1,72, das ist jetzt ein Nachteil. Komm. Er braucht Schwung und ein bisschen Glück. Weiter. Ja! Nein! Er war schon so weit. Durch was für ein Auftakt hier in der Finale. Das dritte Fensterbrett. Bei 1,40. Er holt sich den Applaus ab und den hat er sich auch verdient. Top Performance von Aljoscha, unserem Polizisten. Ich bin enttäuscht jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich war so knapp davor, dass ich das Obstacle schaffe. Und auf dem Kamin habe ich mich voll gefreut. Und ich bin aber stolz auf mich, dass ich so weit gekommen bin, weil ich habe es selber auch nicht geglaubt. Sascha Mikulovic. Auch er hatte Probleme in der Vorrunde, ist auch bis zu den schwingenden Körben gekommen. Aber das hat nichts zu bedeuten jetzt hier in der Finalqualifikation. Für Sascha, unseren Fitnesstrainer aus Wien. Er ist schon im Dschungel und hat den Durchblick. Ja. Das schaut relativ gut aus. Er ist sehr schnell. Ist er durch. 9 Sekunden durch den Dschungel, das ist eine Top-Zeit. Jetzt bei dem Chaos-Ball. Speed, Tempo, Balance und einfach nicht nachdenken. Ich glaube, das ist besser. Ja, wahrscheinlich. Kopf abschalten und durch. Sascha. Der Schritt zu weit hinten aufgekommen, dann verlierst du und dann hast du keine Chance. Du verlierst die Balance. Ja, dann bist du waschelnass. Ja. Es waren nicht die Muskeln, was war's? Es war der dritte Chaosball, der das Chaos verursacht hat. Ich habe gedacht, dass die Bälle ein bisschen federn. Und das, dann hat mich überrascht, dass sie sich eigentlich nach vorne und nach hinten drehen. Habe ich nicht im Überblick gehabt. Ich habe gedacht, ich kann wegspringen von einem zum anderen. Und dann hat es mich zu weit nach vorne gezogen. Ja, kann man nichts machen. Also ich bin schon jetzt zufrieden und happy. Dann bin ich's auch. Dann gebe ich dir noch einen Drink. Dankeschön. Klatsch mal ein. Pass. Und ich drücke dir die Daumen. Danke dir. René Bruckner hat von Stage 1 einen Korb bekommen. Ist beim ersten Korb ausgeschieden. Aber er war so schnell, dass er in der Finalqualifikation jetzt mit dabei ist. Und dieser Weg wird kein leichter sein für unseren Juristen. Der wird steinig und schwer. Und vor allem ist er jetzt mal im Dschungel. Und da kommt er aber raus. Er findet den Ausgang, aber aufpassen. Nein. So, da war der Überblick im Dschungel dann irgendwann weg und der Fuß am Ende im Wasser. Zurückgehen gibt's nicht. Ins Wasser fallen gibt's schon. Das ist dir dann schlussendlich passiert. Es ist nass von mir. Wie groß ist der Ärger? Ah, der Ärger ist halt schon groß, weil ich habe mich doch gut gefühlt beim Hin- und Herschwingen, aber dann doch zu früh hingriffen und habe gemerkt, dann geht es jetzt nicht mehr aus. Und ja, dann hat schon rot aufgeleuchtet. Also, next, Emanuel Peter. War der 12. in der Vorrunde. Doch er war ein Opfer dieser gemeinen schwingenden Körbe. Die sind auch sowas von fies. Die Hand war dran, aber dann Griffkraft hat gefehlt. Volle Konzentration auf den Schwung. Extrem fokussiert. Ja. Schwingen. Hält es da mitten im Dschungel. Mitten im Schwung Seil. Wollen, ja. Macht er gut. Er hat noch Schwung. Jetzt muss er irgendwann den Absprung schaffen. Es ist einmal verkehrt. Und jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es ganz schwierig. Er geht ein Seil zurück. Und versucht zum Meer. Sehr gute Technik. Großartige Technik. Sehr gute. Nein! So intelligent gelöst. Die Idee war gut. Ja. Die Idee der Lösungsansatz stark, aber leider wurde die Ausführung nicht belohnt. Aber die Idee, Chapeau. Du bist wenigstens trocken hier gelandet, aber es hat halt leider trotzdem nicht ganz geklappt. Ja, ein bisschen nass bist du schon geworden. Aber es gibt ein paar, die freuen sich, dass sie zumindest so weit gekommen sind. Dir steht der Ärger ins Gesicht geschrieben. Ja, ich liebe Erfolge und abzusteigen ist nicht gut. Kannst du nur für mich noch einmal so die Muskeln spielen lassen? Achso, dazu gibt's keinen Ton, aber... Ja? Braucht man auch keinen Ton, oder?
Aber auch unser nächster Kandidat hat einiges drauf, unser Gladiator Oliver Perry. Der macht mir fast ein bisschen Angst. Zu Recht. Bei den schwingenden Körben hat der Gladiator dann mal loslassen müssen. So, er ist auf der Reise durch den Dschungel. Viel Schwung, das ist gut, aber den Schwung muss er auch mitnehmen. Macht er perfekt. Perfekt. 9 Sekunden. 9 Sekunden. Ausrufezeichen. Chaosbälle. Nein! Opa. Unter einen falschen Schritt. Da bist du im Wasser und dann gibt dir der Parcours auch noch eine mit. Die Chaosbälle, da rennen manche echt so drüber. So und bei dir hat es halt nicht geklappt. Nein, habe ich mir eigentlich auch nicht gedacht, dass ich da reinfall, ehrlich gesagt. So, er ist jetzt als Single unterwegs. Christian. Ich bin leider ohne meine Freundin weitergekommen, aber in der jetzigen Runde werde ich für uns beide siegen. Ja, und auch er war, wir können es gar nicht oft genug sagen, Opfer bei diesen schwingenden Körben. Diese schwingenden Körbe. Die nerven schon langsam ein bisschen. Aber gut. Er beginnt wie alle natürlich im Dschungel und nimmt viel Schwung. Greift gut über. Schau dir die Arme an. Schau dir die Arme an. Viel Schwung holen. Die arbeiten jetzt. Das ist ja, das die Hölle. Das ist die Hölle. Aber er macht's richtig. Kommt's jetzt an. Über die 3 Ks. Und das schafft er. Er schafft's. Jawohl. Und jetzt wird's interessant. Die Himmelsleiter. Und das ist jetzt für den Muskeln schwerer. Er darf korrigieren. Ja. Und macht auch. Da auch. Sehr gut. Super. Nochmal korrigieren. Ja, geht er noch einen rauf oder geht er gleich rüber? Er geht noch einen rauf und korrigiert nochmal. Also das ist hart, aber er hat es sehr gut gemacht. Jetzt und umgreifen zum Fensterbrett. Und jetzt kommt der einfachere Teil unter Anführungszeichen. Er muss runtergreifen. Einfacher unter Anführungszeichen, das ist alles die Hölle hier. Und er greift runter. Und er ist bei 1:09 im Wasser. Ich habe es verschwunden. War eine gute Performance. Er war super. Wie hoch rechnest du deine Chancen aus? Was glaubst du denn, wie stark sind deine Gegner noch? Ich weiß, dass mindestens ein Kletterer dabei ist und die haben einiges drauf. Also ja, ich glaube eher nicht so gut. Christian Draxler sucht seine Mitte und sucht die innere Stärke. Unser Yogi-Bär. Er war fast bei der Wall. Er war fast bei der Wall. Erwähne nicht, wo er rausgefallen ist. Also die Jeans ist vielleicht ein bisschen eingegangen. Die war im Wasser, aber stylisch. Jetzt zwickt's nicht. Jetzt ist er im Dschungel. Dürfte für einen Waldmenschen wie ihn, Waldfreund wie ihn, kein Problem sein. Eigentlich. Aber er hat wenig Schwung. Nein, ja, das reicht. Das reicht. Nein, hat er. Chaosbälle. Speed, Tempo. Und nein! Der dritte ist aus. Chaosbälle. Der dritte. So viel Chaos. Mir passt ein bisschen zu viel. Wir haben uns schon in der ersten Runde eine Frage gestellt. Du bist jetzt, glaube ich, der Einzige, der das mit einer bodenknöchellangen Jeans macht. Ist das nicht unbequem? Ich muss sagen, ich fühle mich eben super wohl. Das ist der Grund, warum ich sie anhabe. Weil sie einfach eng sind und mir ein Gefühl von Dynamik geben und super stretchy sind, extrem flexibel, ja. Dann sollten wir vielleicht probieren, Sport in engen stretchy Jeans zu machen. Wir kommen zu Mr. Double Fister Jakob Klenk. Wir sind schon bei den Chaosbällen. Sie macht auch rüber. Ja! Perfekt! Und er ist fast im nächsten Hindernis schon wieder runtergefallen. So schnell war er. Auf der Himmelsleiter. Er hat sich einmal aufs Herz geschlagen. Also du siehst, das ist er denkt an uns. Eine Herzensangelegenheit. Er denkt an uns. Der will darauf die Himmelsleiter. Und das ist wahnsinnig. Ja, aber er macht es riesig. Super, sehr gut. Gute Zeit, aber erstmal durchkommen. Wir warten noch auf den Ersten, der es bis zum Kamin schafft. Und ich bleibe dabei, ich habe ein gutes Gefühl bei ihm. Er ist am ersten Fensterbrett, aber er hat noch keinen guten Halt. Griffkraft, entscheidend, und das ist jetzt schwierig. Das tut weh. Das tut gerade richtig weh. Beiß Jakob. Beiß Jakob. Ja. Er wird auch der Monkey genannt, also der Kletteraffe, sagen sie zu ihm. Aber er schüttelt ein bisschen den Kopf, weil er weiß, er rutscht ab beim zweiten Fenster. Aber die Double Fists
wird trotzdem ausgestreckt, weil er es sehr, sehr weit geschafft hat. Und weil er weiß, es ist noch nicht vorbei aktuell. Du warst auf jeden Fall richtig stark, du warst richtig gut, es macht echt viel Freude, dir zuzuschauen. Eine Sache haben wir heute noch nicht geklärt, und zwar genau die. Woher kommt der Name Double Fister? Und bitte die schmutzigen Details auslassen. Nein, nein, das ist mit Freunden passiert beim Fortgehen. Wenn man so ein Gläser in der Hand hat, hier heißt das Double Fister. Habe ich selber nicht gewusst, habe ich an dem Abend erfahren. Und so ist auch mein Spitzname entstanden. So, jetzt ist Zeit für Stefanie Noppinger, die einzige Frau im Finaldurchgang. Die hat uns das größte Drama in unserer Vorrunde beschert. Mit einem Wahnsinnslauf, den eigentlich alle begeistert und dich vor allem, Mario. Also die Herzen sind schon wieder da eigentlich bei dir. Und eines ist klar, ganz egal, was jetzt passiert. Sie ist schon eine Gewinnerin, sie hat unsere Herzen, aber sie will eben mehr. Das ist eine Sportlerin durch und durch, die will Stage 2 schaffen. Ist jetzt im Dschungel und hat erste Probleme. Aber sie ist noch dabei, wenn sie jetzt rüberkommt. Ja! Und wie das Publikum ist das für eine Atmosphäre? Ganze Familie ist da. Kuhglocken sind auch wieder im Einsatz. Vielleicht braucht sie die Ruhe, du erinnerst dich. Ja. Die Ruhe sind oft die leisen Töne. Hausbälle, jetzt. Ja! Ja! Himmelsleiter. Den Spitznamen Ski-Barbie, den kübeln wir. Den hat sie sich selbst gegeben, der passt überhaupt nicht. Ja! Sehr gut. Ja! Sehr gut. Ja! Sehr gut. Komm, 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 komm. Jetzt beißen. Sie bleibt in der schon, Position. Sie will jetzt schon übergreifen. Weil sie merkt, es wird eng mit den Kräften. Sie hat Griffkraft. Sehr gut. Halt dich fest. Sehr gut. Sie lächelt dich dabei. Und zweites Fenster. Zweites Fensterbrett. Und das wird schwierig. 1,68. Sie muss da irgendwie rauf. Einmal noch bergauf. Einmal. Ja! Ja! Sie ist am dritten Fensterbrett. Und nein, sie lächelt. Sie lächelt. Wer kann da ruhig bleiben? Ruhig. Sehr gut. Sie kommt, geht den Weg rauf und drückt diesen Buzzer. Bei Ninja Warrior Austria ist sie die Erste, die am Fuße des Kamins ist. Und jetzt rauf. Ja, ja, ja. Das wird gut, das wird gut. Ja, sie drückt gleich den Buzzer. Ja, sie weiß es, sie weiß es, jetzt sie weiß es. Zwei Minuten. Drücke es, drücke es. Sechs, mach es, zwei, sie drücken. Zwei, drücken. Zwei, drücken. Unfassbar. Stefanie Noppinger. Wenn sie es tatsächlich schafft, dann ist sie das die zweite Frau, die es in ein Finale von Ninja Warrior schafft in ganz Europa. Der zweite Parcours war einfach als der erste. Definitiv. Also der hat jetzt irgendwie Gott sei Dank wirklich auf meine Stärken hingespielt. Und also ich habe noch vor die Bälle Angst gehabt, aber das andere, ich wusste, das geht. Der Kamin war für dich easy cheesy, oder? Eigentlich ja, eigentlich ja. Es war nichts dabei. Sechs kommen noch. Dominik Wollen. Wir erinnern uns, und ich kann mich vor allem erinnern an seinen Jubel, an seinen Ronaldo-Pose da oben. Ja, hat ein bisschen was von CR7. Da ist er. So, Stage 2 für Dominik. Durch den Dschungel. Erst eine hat es raufgeschafft. Folgt jetzt ein Mann. Er hat Probleme. Der Griff ist nicht gesessen. Er muss die Füße mitnehmen. Er macht das gut mit den Füßen. Und jetzt muss er irgendwann abspringen, sonst fehlt ihm der Schwung. Am besten, er holt nochmal Schwung. Vor allem der, sobald wie möglich. Komm, nein, der Fuß ist im Wasser. Absprung verpasst. Und damit ist er raus, unser Cristiano. Es hat gleich am Anfang nicht geklappt. Kannst du es dir erklären? Willst du es mir erklären? Also ich muss sagen, ich bin extrem enttäuscht, weil ich eigentlich vom Industrieklettern komme seit 8 Jahren. Bin ich als Industriekletterer tätig. Und genau bei sowas, ich schätze mal, dass wahrscheinlich an meiner Größe gelegen hat. Irgendwie, ja, Füße zu spät hinterhergezogen. Unser Kellner Karl ist der Nächste. Die ganze Familie ist mit. Ich habe bewiesen, dass ich die erste Runde geschafft habe. Ich werde die nächste schaffen und ich werde auch das Finale schaffen. Das ist aber eine Ansage. Er war einer der Finisher. Ist eigentlich durchmarschiert. Durch die Vorrunde. Große Worte, aber auch große Taten.
Er war beim Buzzer. Jetzt geht's ab in den Dschungel. Seil um Seil muss sie sich durchkämpfen und vor allem den Schwung mitnehmen. Und das ist schon mitbekommen. Umso schneller du bist, umso leichter hast du es. Jetzt hätte er abspringen können. Macht er nicht, er kriegt noch eine Chance. Nimmt er wieder nicht an die Chance. Und jetzt wird es umso schwieriger. Wenn jetzt du zu viele Chancen im Leben liegen lässt, dann bist du weg. Okay. Die Kraft lässt auch ein bisschen nach. Er muss abspringen. Er muss irgendwann abspringen. Ich glaube, er hat den Zeitpunkt schon verpasst. Ja. Aber komm, wir glauben an ihn. Komm, nein, er weiß, es geht sich nicht aus. Vielleicht geht noch was. Er nimmt das zweite Seil, er will sich noch einmal. Hier schon so viel Kraft, selbst wenn er es jetzt noch schafft, wird das immens schwer. Wir hängen ein bisschen. Wie du sagst, das kostet Kraft. Also die Muskulatur arbeitet ja. Armmuskulatur. Jetzt genau bei einer Minute und er ist noch immer im. Aber er rutscht. Das wird nichts und mehr. Und fest sich rein ins Wasser. Rein ins kühle Nass. Also einmal Buzzer, einmal Wasser. Das muss man sagen. Ja, das hat jetzt den Karl erwischt. Es hat leider im Dschungel nicht geklappt. Karl, dich hat die Kraft verlassen, oder? Ja, das ist richtig. Also es war einfach für mich nicht mehr zu machen. Einfach die Kraft weg. Ich habe es noch versucht, mich hochzuziehen einmal, aber es hat einfach nicht sein wollen. Ja, kann passieren. Nächstes Jahr wird es besser. Und Mr. Parcours Thomas Stocklaser ist schon bei unseren Chaosbällen. Und die sind gefürchtet. Sollte für einen, der Parcours macht, eigentlich kein Problem sein. Du hast es gesagt, aber sowas von sicher. Thomas Stocklaser ist on fire. Draußen sitzt Aljoscha und schaut zu. Also schaut zu, zittert eher zu. Die Himmelsleiter. Wow. Ja. Ja, schau dir die Zeit an. Fensterbrett Nummer 1. Gleich mal das Fensterbrett, weil er sich die Kräfte einteilen muss. Sehr gut ist beim zweiten Fenster. Und ich habe immer noch das Gefühl, er hat noch Kraftreserve. Nein, er stürzt ab beim zweiten Fensterbett, beim Übergreifen zum dritten. Und einer ist jetzt richtig erleichtert. Aljoscha ist dadurch fix im Finale. Und der Tom zittert ab jetzt. Wie sind deine Emotionen gerade? Let me know. Mir ist eigentlich völlig egal, auf welchem Platz ich bin. Hauptsache, das Ganze macht Spaß. Also ich habe Spaß gehabt und das ist das die Hauptsache an dem Ganzen. Welcome, Mr. Dion Trick. England hat eine Queen und jetzt auch einen König, einen Ninja-König. Wir springen mit Mr. Trick schon zu den Chaosbällen. Da hat er nur 10 Sekunden hergebraucht. Jetzt die Chaosbälle. Er konzentriert sich, fokussiert sich. Und dann... Oh, yeah. Ein schwarzer Ninja-Move. Extrem stark. Muskeln hat er schon mal. Und was für welche. Absolute Ruhe. Konzentration. Kurze Pause, weil das einfach sau schwer ist. Schnell mal um zum ersten Fensterplatz. Also eines ist jetzt klar. Steffi Noppinger ist schon ganz fix im großen Finale von Ninja Warrior. Und Aljoscha zittert jetzt mit. Nächste. Der zittert mit. Wenn es Dion Trick nicht schafft, dann ist er weiter. Ja. Ja. Der macht's. Der geht den Weg. Jetzt muss er mal raufgreifen. Rauf zum dritten Fensterbrett. Sich hochstemmen. Die letzten Kräfte mobilisieren. Ja, Hada, es wartet der Kamin. Lass ihn mal rüberkommen. Lass ihn mal rüberspringen. Er muss umgreifen jetzt, weil er verkehrt ist. Dion Trick. Hat er gut gemacht. Gute Technik. Genug Schwung holen. Ja, und er geht die Faust kommt raus. Er kommt zum Kamin. Zeit ist ebenfalls gut. Vorbild der japanische Ninja Nagato Naganano. Von der Dion Trick. Ja, ja, er geht den Weg. Gut er aus. Geht den Weg durch den Kamin. Dion Let's aber do this. Schnell. Let's do it, Dion. Macht er, macht aber er. Er ist nicht so macht schnell. Er. Aber drückt den Buzzer, wie den Wurster. Welcome, Dion Trick. Wow. What a guy, what a ninja, Dion Trick. Er hat den
Buzzer gedrückt und steht damit fix im Finale von Ninja Warrior Austria. Steppi Lopping, aber noch schneller. Der Hut steht ihm besonders gut, Roman Oswald. Ja, der Hut, und er ist 42 Jahre jung und hat in der Vorrunde eine richtig klasse Leistung gezeigt, bis zum Buzzer, bis zu uns raufgekommen. Und jetzt darf er endlich ran in der Finalquali. Stört den Dschungel mit der kurzen Jeans und er legt Tempo und Schwung vor. Roman, sehr guter Beginn. Die richtige Technik. Hat die richtige Technik. Und das pusht ihn, das merkt man. Er lässt sich vom Publikum durch die Halle tragen. Aber jetzt muss er allein mit Muskelkraft. Da hoch. Die Himmelsleiter. Ja. Er ist extrem Wahnsinn. Schnell. Wahnsinn. Das erste Fenster. Wahnsinn. Wahnsinn. Zweite Fensterbrett. Ja. Und jetzt der Hotspot. Da raufkommen ist schwierig, aber das macht er. Das macht er. Was ist das für ein Typ? Und was ist das? 42 Jahre. Für eine Zeit. Wahnsinn. 42 Jahre. Ausrufezeichen. Jetzt kann er fettes sich. Ausrufezeichen. Er marschiert. Und er marschiert. Richtung Fest. Hol dir den Buzzer und willkommen im Finale. Freust du dich eigentlich auch? Ja, sicher. War echt cool. Spaß hat's gemacht, um das geht's. So, einen haben wir noch. Er heißt Michael Xander und er ist der Jüngste. Und er war auch der Schnellste auf Stage 1 und jetzt ist er im Kampf mit Thomas Stockglaser, der sitzt am Hot Seat. Und für den Michi geht's jetzt los im Dschungel. Also, Stockglaser oder Xander? Das ist die Entscheidung im Kampf ums letzte Finalticket. Ja. Ja! Wir sind bei 25 Sekunden. Und jetzt ist das Finale schon zu greifen nahe. Die Himmelsleiter. Er schaut so unscheinbar aus, der Michi, aber der hat jede Menge Power. Kann er jetzt beweisen. Lässt sich Zeit. Torres sah gut aus. Jetzt ist er flott. Und das wird schwierig. Ah, nochmal ausbessern. Komm, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Und er ist auch nicht so ein Muskelpaket, wie wir sie heute schon oft gesehen haben. Aber er hat die Kraft trotzdem. Und er ist im ersten Fenster. Diese Finalqualifikation. Er muss zum dritten Fensterbrett, dann steht er im Finale. Dann löst er das Finalticket. Da muss er jetzt rauf. Wie auch immer. Ach, beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Komm. Nein! Er fällt runter bei 1. Da ärgert sich Thomas Stockglaser. Dabei könnte er sich eigentlich freuen, denn er ist weiter. Und Michi Xander ist raus. Es hat ihm knapp nicht gereicht. Das sind sie, unsere Helden bei der ersten Sendung von Ninja Warrior Austria auf Puls 4. Und in 5 Wochen sehen wir unsere Ninja Gang wieder beim großen Finale. Also, Premiere gelungen bei Ninja Warrior Austria. Wow! Das war erst die allererste Ausgabe. Es gibt weitere Folgen von Ninja Warrior Austria. Nächste Woche geht's dann nämlich schon weiter und wir sind nach wie vor auf der Suche nach den besten Athleten Österreichs. Es geht hier immerhin um 44.444 Euro und wir sind sehr zuversichtlich, dass die auch abgeholt werden. Bis dahin wünschen wir jetzt mal einen schönen guten Abend und nicht vergessen, Team Ninja!